Hi Leute und willkommen zurück bei mir auf dem YouTube-Kanal und zu einem neuen Vlog. Die Winterpause geht langsam zu Ende. Die letzten Wochen war es ja sehr ruhig auf meinem Kanal. Der Kanal ist trotzdem gewachsen, ist es unglaublich. Vielen Dank an der Stelle und herzlich willkommen an alle neuen Zuschauer bei mir auf dem Kanal. Es geht auf jeden Fall mit dem Ausbauprojekt hier von dem Bus weiter. Und wenn der Bus fertig ist, habe ich auch schon andere Ideen für den Kanal. Also ja, herzlich willkommen alle, die neu dabei sind. Ich hoffe, euch gefällt der Content, den ich hier biete. Es haben mich viele auf YouTube per E-Mail oder Instagram angeschrieben und gefragt, ob alles in Ordnung ist. Ja, es geht mir gut. Die letzten Wochen waren allerdings schon relativ anstrengend. Zum einen, weil ich natürlich auf der Arbeit gut ausgelastet bin. Zum anderen aber auch, weil, naja, ich habe in dem Bus keinen Strom, ich habe in dem Bus also auch kein Licht, ich habe in dem Bus keine Heizung und es waren teilweise über ein oder zwei Wochen minus 10 Grad. Der Winter war eigentlich relativ mild, muss man sagen. Trotzdem minus 10 Grad ohne Wärmequelle kann ziemlich kalt werden. Die Dämmung hat sich zwar extrem bemerkbar gemacht, also die Oberflächen hier an der Seite, ich schlafe ja direkt neben der Wand, waren kein Problem am Auto. Ich habe ein Jahr im Auto, im Golf gewohnt, da waren so ab 5 Grad eigentlich schon die Fensterscheiben so kalt nachts, dass die Kälte richtig, ich weiß, physikalisch nicht korrekt, aber dass die Kälte richtig in den Schlafsack von oben über die Schulter reingekrochen ist und das war so angenehm, dann konnte ich teilweise nicht einschlafen. Hier hatte ich das Problem, ein ganz anderes Problem, hier hatte ich das Problem, ich habe jetzt im Winter zwei Schlafsäcke, teilweise noch eine Steppdecke und so eine Zudecke. Und die Schlafsäcke haben wir immer so außen so eine relativ glatte Kunststoffoberfläche oder so. Und die Zudecken, die ich noch hatte, die Steppdecken, sind dann teilweise mal runtergerutscht. Also bei minus 9 Grad, wenn dann die Steppdecken runterrutschen, bin ich halt auch aufgewacht vor Kälte. Von dem her waren die Nächte zum Teil dann nicht ganz so gut. Dementsprechend war ich tagsüber ein bisschen müde und musste am Wochenende einfach Schlaf nachholen, so dass ich dann am Wochenende auch nichts gemacht habe. In der Woche habe ich nichts geschafft, weil natürlich im Winter es um 4:30 spätestens stockenduster ist. Es ist nass und kalt und dementsprechend habe ich in den letzten Wochen ja tatsächlich gar nichts eigentlich am Bus gemacht. Ich habe ein bisschen was noch an Videomaterial, was ich gerade noch schneide und bearbeite, was ich denke so ab Anfang oder Mitte März dann auch weitergeht. Also die Serie geht weiter mit dem Ausbau, bis er komplett fertig ist. Was haben wir jetzt noch vor uns? Ich zeige, wie ich die Hecktüren gedämmt habe. Oder fangen wir an, wie ich aufgehört habe. Ich habe, glaube ich, aufgehört, euch zu zeigen, wie ich das Aufstellfenster an der Seite eingebaut habe. Jetzt geht es weiter, wie ich die Hecktüren gedämmt habe. Ich finde eine ganz spannende, einfache, effiziente Geschichte. Dann geht es weiter, dass ich euch zeige, wie ich das Bett gebaut habe und die neuen Kisten, die unter dem Bett sind. Weißt du was, ich drehe die Kamera einfach mal und zeige das aus der anderen Perspektive. Ich lasse die Kamera mal laufen, ist ja schließlich ein Vlog. So, da ist es zu dunkel, kann man sehen. Ich lasse es mal so. Man kann es, glaube ich, wegen der Helligkeit nicht wirklich sehen. Aber ich zeige es gleich nochmal aus einer anderen Perspektive. Oder ich blende einfach was ein. Ich habe hier unter meinem Bett insgesamt 9 Kisten zum Ausziehen. Ich glaube, in einem Vlog habe ich die auch schon mal gezeigt. Da kommen meine Klamotten, Lebensmittelvorräte und so weiter rein. Ich habe hier einen ausziehbaren Sitz. Ihr wisst ja, die meinen Kanal verfolgen, der einzige Grund, weshalb ich von meinem Golf auf so eine große Kiste umgestiegen bin, ist, weil ich in Zukunft im Bus arbeiten möchte. Und dementsprechend brauche ich natürlich eine Arbeitsfläche, die auf diese Seite hinkommt und eine Sitzfläche. Da habe ich hier diesen ausziehbaren Sitz. Das heißt, ich kann den einschieben, wenn ich den Platz benötige und dann ist mir nichts im Weg und es fällt oder rollt nichts hin und her. Genau. Ja, als nächstes zeige ich euch, habe ich wie gesagt, das Dämmen dieser Hecktüren. Ich finde eine sehr einfache, effiziente Geschichte, war wieder relativ aufwendig, aber dafür bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Hecktüren ist immer ein bisschen problematisch, man hat eine sehr unebene Fläche, man hat überall irgendwelche Einkerbungen und Löcher und Hohlräume und so weiter. Das war mir alles wurscht, ich habe Platten drüber geklebt, Dämmplatten. Und so eben mir eine sehr ebene, schöne, auch eine stabile Oberfläche geschaffen. Habe hier auf beiden Seiten an der und der Hecktür noch einklappbare Scharniere. Ach, Entschuldigung, einklappbare Scharniere noch mir vorgesehen, auf die eine Tischplatte kommen wird. Eine kleine Tischplatte, aber groß genug, um meinen Gaskocher zu platzieren, um mir dann, wenn das Wetter schön ist und trocken ist, hier draußen kochen zu können und Kaffee zu trinken. Hier habe ich auch noch mal das Gleiche, auch einklappbare Scharniere, kommt auch ein Tisch drauf. Und diese beiden Tischflächen haben eine weitere Funktion, die werde ich aber erst in den folgenden Videos dann zeigen oder erklären.
Genau, Stromversorgung habe ich auch noch nicht. Das hat die ganze Sache in den letzten Wochen auch ein bisschen nervig gemacht, weil ich immer mit dem Handy leuchten musste oder mit der Taschenlampe. Das mit der Stromversorgung ändert sich aber, denn ich wurde vor kurzem angeschrieben von einer Firma, wie heißt die? Power Oak. Power Oak, genau. Und die haben solche mobilen Powerstationen. Und als sie mich angeschrieben haben, da war ich total begeistert. Ich wollte mir so ein Ding schon mal selber kaufen, weil ich dachte, es ist die perfekte mobile und flexible Stromversorgung unterwegs, ohne dass man eine fest eingebaute Batterie oder Stromversorgung hat. Und zwar diese Powerstation. Die einen oder anderen werden es kennen. Es gibt mehrere YouTuber, die das Ding schon getestet haben. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, warum immer zig YouTuber die Dinger zugeschickt bekommen. Aber ich bin sehr froh drüber. Ich weiß, ich habe hier 4 USB-Buchsen dran, Schnelllade- und Normalladefunktion. Ich kann meine USB-Geräte laden. Fertig, da bin ich eher pragmatisch. Ich habe hier 2 230 Volt Steckdosen dran mit einer echten Sinuskurve und 300 Watt Dauerbelastung. Reicht mir eigentlich auch. Ich weiß, was ich für eine Batterie habe. Die Details nenne ich alles. Ich weiß, wie die Kiste laden kann, wie schwer und wie groß es ist. Passt alles. Aber trotzdem, wie kann ich diese Kiste so testen, dass es für euch einen echten Mehrwert bietet? Denn ich glaube, so ein Ding zu haben, bietet einen tatsächlichen Mehrwert. Denn ich werde oft auch angeschrieben über E-Mail mit der Frage, ob ich jemanden einen Bus ausbauen kann oder über technische Fragen zu Elektrotechnik und so weiter. Und alle die vielleicht nicht dauerhaft im Bus oder Auto leben, wie ich das mache, sondern nur am Wochenende einfach mal losfahren wollen, sich die Sitze umklappen, eine Matratze reinschmeißen und los, ist das Ding also echt Gold wert. Das sage ich nicht, weil ich irgendwie das Ding sonst bekommen habe, sondern weil das eine wirklich extrem sinnvolle Geschichte ist. Man hat hier eben, ich würde sagen, für ein Wochenende auf jeden Fall genug Strom, und zwar auf 12 Volt, auf 5 Volt für die USB-Geräte und sogar auf 230 Volt in der Leistung. Das ist im Prinzip für alle mobilen Geräte, die man typischerweise unterwegs hat, genügt. Ja, trotzdem weiß ich halt nicht, wie das Ding testen soll. Habt ihr eine Idee? Was interessiert euch? Was habt ihr für Fragen zu der Kiste? Unter den Videos, die ich selber gesehen habe zu dieser Powerstation, habe ich ganz oft oder mehrmals auch die Frage gelesen, ob man hiermit nicht eine Dieselheizung betreiben könnte. Und das finde ich eine richtig coole Geschichte. Und das werde ich gleich auch testen. Ich habe ja meine Dieselheizung schon hier in einer meiner geliebten Euroboxen. Und ich glaube, das werde ich mal testen. Denn wenn man das funktionieren würde, und das wird funktionieren, dann hat man für weit unter 1000 Euro eine Stromversorgung an Bord und eine Heizung. Und man kann das alles so bauen, dass man das Auto selber auch gar nicht, sagen wir, herrichten muss, dass man mit dieser fehlenden EC oder E-Nummer von der Schieneheizung keine Probleme bekommt. Also ich glaube, in der Kombination so ein Gerät und eine Schieneheizung bekommt man für weit unter 1000 Euro im Prinzip alles, was man erstmal so als für einen Camper benötigt. Dann kauft man sich noch für 30 Euro so einen Gaskocher und man ist komplett ausgestattet und kann die Wochenenden irgendwo schön am See verbringen. So wie ich übrigens gerade auch. Ist einer meiner Lieblingsplätze, wo ich hier gerade stehe. Ich denke, ich werde heute hier auch übernachten und morgen dann in die Berge fahren. Ich habe vor, die Breitachklamm zu besichtigen. Eigentlich wollte ich die Breitachklamm bei Schnee sehen. Oh, da kommt richtig schön gerade, das zeige ich euch mal, der leuchtend rote Himmel. Guck, ob man das jetzt das hinkriege. Mein Gesicht aus dem Bild ist. Ah, naja, wie immer, die Kamera fängt das nicht so ein. Also, zurück zum Bus. Genau, also morgen, was ist das denn jetzt hier? Morgen werde ich wahrscheinlich zur Breitachklamm fahren oder mir einen anderen schönen Ort in den Bergen suchen. Mal gucken, ob ich dann einen Vlog oder ein Video drehe. Das vermisse ich selber auch ein bisschen. Ich habe ja letztes Jahr sehr viele schöne Videos aus den Bergen gemacht, vom Wandern, von meinen Touren. Das kam in den letzten Monaten ein bisschen kurz, deswegen werde ich auch da wieder was bringen. Und ansonsten freue ich mich natürlich auf das, was noch kommt. Die Serie von dem Busausbau werde ich auf jeden Fall beenden. Elektrotechnik kommt, die Wasserversorgung kommt, Kalt- und Warmwasser werde ich mir hier einrichten. Ich werde den Möbelbau zeigen, von dem Bett, von den Schränken, von der Arbeitsfläche. Ich werde zeigen, was ich für einen Kühlschrank eingebaut habe. Ich glaube, die Kamera steht gerade ein bisschen schief. Und ja, wenn das Projekt hier mit dem Bus beendet ist, geht es auf meinem Kanal natürlich auch weiter. Darauf freue ich mich auch schon. Denn das ist ja kein Selbstzweck hier, der Busausbau, sondern ich will mit diesem Bus rumreisen und die freie Zeit genießen, von unterwegs aus arbeiten und so weiter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ich danke euch, falls ihr bis hierhin zugeschaut habt, für das Durchhaltevermögen. Ich weiß, manche beschweren sich, sabbeln nicht so viel, kommt zum Punkt. Aber ich denke, für die, die gefragt haben, hey Simon, was ist mit dir los? Bist du noch am Leben? Geht's dir gut? Ist das hier vielleicht eine interessante
ein interessanter Vlog, eine interessante Info, blablabla, langsam reden. Und ansonsten, ja, ich freue mich auf die Zeit, die jetzt kommt. Der Winter ist, glaube ich, vorbei, das Wetter wird besser. Von dem her geht es auch mit dem Ausbau weiter. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, take care, God bless and see you soon.